Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Videobuster. Heute geht es um zwei Filme, die in Deutschland direkt auf Blu-ray und DVD erscheinen. Und ich habe noch einen Filmtipp der Woche für euch. Wir fangen mit dem Top-Film der Woche an und in dieser Woche ist es Bridge of Spies. In diesem Film geht es um einen Versicherungsanwalt, gespielt von Tom Hanks. Und dieser hat die Aufgabe, zwei Spione auszutauschen, also einen russischen Spion im Gegenzug zu einem amerikanischen Spion. Dazu muss er nach Berlin reisen, um diesen Austausch als Unterhändler auszuführen. Und zu der Zeit, also 1957, war Berlin eigentlich ein sehr gefährliches Pflaster. Es gibt nur noch wenige Wege in den Osten und die Rechtsstaatlichkeit ist da drüben weit weniger gefestigt. Versuchen Sie, Kontakte zu anderen zu vermeiden. Sie sind ein Fremder. Wir müssen bereden, worüber unsere Regierungen nicht reden können. Sie sind Amerikaner, die könnten Sie verhaften. Halten Sie sich von der Mauer fern. Wer rübergeht, wird erschossen. Ich habe Bridge of Spies bisher schon zweimal gesehen und ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Das Ganze kommt ja vom Meisterregisseur Steven Spielberg mit Tom Hanks an seiner Seite. Die beiden sind auch wieder so ein Dreamteam und das Ganze hat von vorne bis hinten einfach komplett unterhalten. Ich fand die Geschichte sehr spannend, super inszeniert. Für ein Drama sah das Ganze auch hervorragend aus. Tom Hanks, ja, der spielt einfach immer gut. Und das ist eigentlich so ein Film, wo ich sage, das ist ein Film, ja, der ist eigentlich wirklich für jedermann. Ich fand den Film auch so gut, dass er einen Platz in meiner Top 10 Liste aus den Filmen des letzten Jahres bekommen hat. Wir lassen den Mann nicht hier zurück. Die Dinge brechen auseinander. Solche Dinge haben ihren Preis, Jim. Sowohl für dein Land als auch für deine Familie. Unsere Bedingung ist ein Austausch. Nein! Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann holt es auf jeden Fall nach, denn das ist ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken sollte, weil er wirklich eine sehr tolle und auch wahre Geschichte hat. Und ab sofort gibt es diesen Film auf Videobuster zum Ausleihen. Als erste Deutschlandpremiere für euch habe ich heute das Sportdrama Woodlawn. What would you say if I told you it doesn't have to be this way? What would you be prepared to do? I'm asking you right now to stand up and make a decision to change, to forgive, to be forgiven. That's how much God loves you. What just happened? Look at me. I'm proud of you. Win or lose. Woodlawn basiert auf einer wahren Geschichte und ist ein inspirierender Film über Liebe und Eintracht. Nach der offiziellen Aufhebung der Rassentrennung 1973 muss Tony Nathan, der übrigens ein begabter Highschool-Footballspieler ist, lernen, sein Talent und seinen Glauben anzunehmen, während er gegen rassistische Spannungen auf dem Footballfeld und außerhalb zu kämpfen hat. Für Fans von Sportdramen soll der Film ganz in Ordnung sein und falls ihr Lust auf diesen Film bekommen habt, dann könnt ihr euch diesen ab sofort auf Videobuster, auf DVD und Blu-ray ausleihen. Die zweite Deutschlandpremiere für heute ist eine Sportkomödie und zwar Kicking Off. Das Leben verläuft nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Trotz allem Pech und aller Bananenschalen. Jeder muss für sich etwas finden, was die Dinge für ihn erträglicher macht. Meine Leidenschaft ist der Fußball. Wixie und Cliff sind überzeugte Fans ihrer Fußballmannschaft und obwohl sie in ihrer Saison momentan miserabel abgeschnitten haben, pilgern sie trotzdem noch jeden Samstag ins Stadion, um ihre Mannschaft anzufeuern. Doch in der kommenden Begegnung geht's für ihre Mannschaft ums Ganze, denn sollten sie verlieren, dann steigen sie eine Klasse ab. In der Schlussphase des Spiels gelangt der Mannschaft auch die Führung, doch der Schiedsrichter möchte das Tor nicht gelten lassen. Kurz darauf trifft dann auch noch der Gegner ein fragwürdiges Tor und die beiden entschließen sich deshalb, den Schiedsrichter zu entführen. Der Schiri ist ein... Was sollte man machen? Jemand sollte ihn verdammt nochmal kidnappen. Der Schiri ist ein Wichser! Du kommst mit mir. Sie haben's getan? Hey, was machst du? Diese Kacke, Alter! Was bist du? Was getan? Ich habe den Mann zur Verantwortung gezogen. Ich habe eine Entscheidung gefällt, die dir nicht gefallen hat. Sag, es war ein Tor. Weil sich daran nichts ändern wird. Was zum Teufel machst du da? Wurde tatsächlich gekidnappt. Philippa, bitte, komm schon. Glaubt, jetzt ist alles vorbei? Genau so ist es. Hast du schon gehört, was mit dem Schiri passiert ist? Die meinen, die wüssten, wer es getan hat. Sie wissen, wer es war. Ich selber habe den Film noch gar nicht gesehen. Für mich sieht das Ganze aber wie eine typische britische Komödie aus. Das Ganze kommt ja auch aus England. Und für Fußballbegeisterte ist das, denke ich mal, ein Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Und auch diesen Film gibt es bei Videobuster zum Ausleihen. Weitere Infos zu den Filmen und zu Videobuster findet ihr unten in der Infobox. Abonniert den Kanal hier, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Video.
Bye-bye.